Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr schon vielleicht im Titel gesehen habt, wird es heute wieder mal um die YouTube Analytics gehen. Und zwar haben wir hier schon mal ein 200er CPM auf YouTube Video gemacht. Das kam auch relativ gut an. Und das habe ich jetzt actually getoppt, also die Zahl. Die Zahl wurde getoppt. Und zwar, wenn wir hier zum 18. April gehen, können ein bisschen runter scrollen, sehen wir hier live Nightbot testen mit einer 400. CPM. Das ist einfach mehr als Doppelte von dem hier, weil hier hatten wir eine 109 oder 98er CPM und hier einfach verdoppelt. Und das war halt nicht mal ein gescheites Video, sondern das war einfach ein Livestream, wo ich den Nightbot getestet habe. Also es war halt vor dem 12-Stunden-Stream, da habe ich einfach so einen spontanen Nightbot-Stream gemacht und wo ich den dann so getestet habe und so. Da ist nicht mal was passiert oder so. Nichts Großes, aber ja, auf irgendeinen Grund hat es halt 400er CPM. Ja, man sieht hier drei Aufrufe und at the end sind es dann 22 Cent. Kann man vergleichen mit einem Center-Shock, man kennt's. Nee, auf jeden Fall, wenn man hier die Zahlen sich angönnt, steht hier steht auf einmal 83er, wiedergabebasierte CPM. Die wiedergabebasierte CPM ist aber anders als die normale CPM. Wie genau, weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist auf jeden Fall, es unterscheidet sich auf jeden Fall. Und hier sieht man, geschätzte Modelle sind Wiedergaben 5, obwohl ich hier einfach nur 3 Aufrufe gekriegt habe. Also 5 ist irgendwie weird geschätzt. Wenn man den Taschenrechner rausholt, also die CPM into geschätzte Umsatz, rechnet man ja immer so, also die wiedergabebasierte Dinger, durch 1000, weil wer nicht weiß, also CPM, das heißt einfach, dass du so viel Geld pro 1000 Klicks, grob gesagt, kriegst. Und hier waren es halt 3 into 22 Cent. Und wenn man das jetzt so rechnet, durch 3 mal 5, wären das eigentlich 40 Cent halt, ne? Da es aber hier 23 Cent steht, wäre es logischer, 83 durch 1000 zu machen, durch 1000, mal 3. Und da hier auch die 3 steht, kann man auf jeden Fall grob, ja, 24 Cent, hier steht 23 Dollar, kann man das so sagen, ja? Und wenn wir hier auch voraufgehen bei der Wiedergabe bis zum CPM, da sieht man hier an der Spitze halt die 400 und dann halt nix, weil es logischerweise ein Livestream war und ich es halt direkt quasi offline genommen habe. Also hier irgendwie am ersten Tag 4 Dollar, also da, wo ich es halt gestreamt habe. Und da am 18. April müsste das auch sein, wo ich dem 12er gestartet habe, da ist auf einmal auf 400 hochgegangen, weil ich habe ja meine Streams auf nicht gelistet, aber halt in einer Playlist. Wenn man hier bei meiner Playlist geht, kann man hier die Streams ungelistet sehen. Das heißt, wenn man einen Stream verpasst hat, machen die wenigsten, aber die Option ist da. Kann man halt hier bei ungelistet sehen. Und dann gibt es die neuesten Streams halt da drinnen, ne? Und speziell dieser Stream war jetzt... Nee. Der war hier. Live-Netbot-Test, ja? Und dann haben halt die drei Leute hier halt das Video durch diese Playlist gefunden. Das schreibt ihr auch moin. Und so ist dann die CPM entstanden. Ich weiß immer noch nicht, wie die CPM worked. Ich glaube, selbst YouTube hat irgendwann mal getwittert, dass sie selbst ihr System nicht mehr raffen, wie die CPM entsteht. Das heißt, selbst YouTube weiß hier nicht mehr Bescheid. Auf jeden Fall, hier war halt der 12er. Zwischen dem Stream. Wundert euch nicht, wieso es hier so viel steht. Es war einfach, wie gesagt, halt wegen den 12er. Und da sind ein paar Leute ein bisschen eskaliert. Und hier war halt insgesamt die CPM auf, ja, 4,5 kann man sagen, ja. Und 400 CPM ist ja schon insane krass. Aber hier seht ihr ja schon auch, gibt CPM mit 14. Oder hier auch mit nochmal, ja, fast 14. Dann der Stream war 0,4, weil er entmonetarisiert war. Weil ich, das ist ja so belastend, ich kann es euch ja zeigen. Der ganze Stream wurde nicht mehr monetarisiert quasi, wegen einer Stelle. Kann ich das hier sehen?
Genau, hier seht ihr, das ist halt nicht geeignet. Details ansehen. Wegen halt einem Video. Und zwar das von... Also ich habe hier auf jeden Fall eine Musik gehört, die halt nicht copyrighted ist. Und ich habe halt hier... was war das? Warte mal kurz, können wir ja kurz suchen. Das war halt so eine Musik, die halt in einem... Ja, in so einem Intro halt gespielt wurde. Das habe ich mir halt hier, ihr seht, 13 Sekunden angeschaut. Und wegen den 13 Sekunden ist einfach der ganze 12-Stunden-Stream entmonetarisiert. Das ist ein bisschen schade. Aber, ja, ist jetzt auch nicht jetzt so schlimm, die Welt. Trotzdem, wegen der Musik halt hier 0,4. Logisch, dass hier ja so wenig ist. Umgekehrt aber, hier bei News Times in Karaoke, da habe ich sie auch aufgemacht hier. Hier gibt's, also in diesem Video, wer schon gesehen hat, singt halt der News Time Karaoke. Und hier steht halt Monetarisierung teilen. Normal steht hier ein oder aus oder entmonetarisiert oder gelb oder halt teilen. Das ist die letzte Funktion. Und hier teilt man sich mit dem, ja, mit dem Musiklabel halt die Einnahmen, die das Video halt kriegt, weil hier singt Newsy ja, also Karaoke. Ja, sagen wir mal hier singt halt Newsy, was habe ich hier geschrieben? Zum Beispiel hier, ja, Firework von Katy Perry, ja. Da hört man jetzt nicht Katy Perry, aber halt die Musik von Firework, also das Instrumental, ja. Und es ist halt nicht komplett entmonetarisiert wie der 12-Stunden-Stream, aber halt geteilt, weil es halt nicht Katy Perry singt, sondern halt trotzdem die Musik halt ist. Und auch wenn es geteilt ist, kriegt man hier trotzdem, also am Dienstag war es halt speziell eine 6er CPM und hier war es halt, hier ist halt im Durchschnitt auch 3. Also hier gibt es auch Momente, wo es einfach mal 0 ist, was ich auch nie verstehe. Dann hier 2, hier einmal 9, 3, 3, 3, 2 und so alles, ja. Und ja, das wollte ich euch einfach mal nochmal zeigen, Leute, dass ich die letzte CPM einfach mal getoppt habe. Und dass es halt einfach auch in meinem Livestream war, ne? Das irritiert mich halt am meisten, weil ich würde so gern wissen, wie diese CPM-Ding funktioniert, weil ich verstehe das aber nicht. Ich verstehe das nicht. Ich kann es auch, es kann auch komplett random sein, aber ich verstehe das nicht, Leute. Und hier die Kanalpunkte, ist auch stark mit einer Durchschnitts-CPM von 4. Das ist, glaube ich, für meine Verhältnisse auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. Genau. Hier habe ich ja das Video released, wo ich noch kein YouTube-Partner war. Also am 11. November. Und ich hatte meine Partnerschaft ab dem hier 17. November. Da habe ich 0,0004 Dollar verdient. Und ab dann geht es halt so normal hoch. Klar kriegt das Video nochmal Klicks. Und dann hier. Also hier war es halt so 80, 100 Views und so. Und auf einmal ist es irgendwie komplett abgegangen von hier. Und bis jetzt hat es 3500 Views. Und das ist halt über einen langen Zeitraum. Das war jetzt wie lang? Halbes Jahr her wahrscheinlich. Ja, 170 Tage steht ja auch. Und das ist, also dass diese Kanalpunkte jetzt so, ich sag mal, mehr gehypt werden, finde ich komisch, weil die Funktion gibt es ja, wie gesagt, schon seit einem halben Jahr. Eigentlich wäre halt logisch, dass die Views hier halt so gekommen wären, weil die Funktion war halt ab dem Punkt komplett neu, keiner wusste, was es ist. Deswegen habe ich so ein Tutorial gemacht. Und dass es jetzt quasi so recommended wird, ja, ist okay, auf jeden Fall cool. Aber hier kann man auch sehen, die Zuschauerbindung hier 100%, schauen sich die ersten 20 Sekunden an und dann einfach gar nichts mehr. Also hier 10 bis halt am letzten 5% ungefähr. Hier best Beispiel, also Zuschauer, Nutzer ohne Abo 99,4%. Das heißt, nur Abonnenten haben 0,6% geschaut. Aber ist ja klar, weil die Zuschauer schreiben ja, wenn sie jetzt wissen wollen, was Kanalpunkte sind, Twitch-Kanalpunkte zum Beispiel, ja. Und dann suchen die hier und dann finden sie, oh ja, hier, ja, von Tierswags. Schauen sie halt an und ist ja klar, dass sie dann kein Abo sind, ne? Weil man abonniert ja nichts von so einem Tutorial, ist ja klar. Genau, hier die Reichweite kann man checken. Nur 1% wurde hier von YouTube auf der Startseite empfohlen und der Rest hat es halt wirklich gegoogelt, ne? Also hier Twitch-Kanalpunkte, wie ich es halt hier auch gemacht habe, ist halt das meiste logisch. Dann kommt Twitch-Kanalpunkte aktivieren, Kanalpunkte Twitch und so.
Und ja, es ist halt so ein, ich sag mal so ein stetige Parabel-Video, ja? Oder heißt es so? Ja, nee, ja sowas hier halt, so stetige Parabel, ihr wisst ja Bescheid. Auf jeden Fall, okay, Leute, falls ihr Bock habt, könnte ich, oder falls ihr neugierig seid, falls ihr das Video wollt, kann ich hier euch ja meine ganzen Einnahmen der letzten, letzten Monaten halt zeigen. Das letzte war, ich glaube, ja, 4 Monate halt her, ne? Ich glaube, ich habe das letzte im Dezember gemacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel ich jetzt gemacht habe, ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schätzen. Weil so Zahlen bin ich immer so neugierig, sage ich mal. Aber ich hoffe, euch ist es auch nicht langweilig, sondern auch dieser spannend. Ich würde sagen, wir können uns ja noch die generellen Stats vom Kanal hier noch anschauen, von den letzten 28 Tagen. Und hier sieht man Impressionen von 300k. Ich kann es euch ja insgesamt zeigen. Insgesamt habe ich 2,3 Millionen Impressions erzielt. Wenn ich weiß, was Impressionen sind, das ist ganz einfach. Ihr geht auf YouTube, zum Beispiel hier Start. Und das erste, was ich sehe, zum Beispiel hier von Space, Massenmord und DDT. Und von den ganzen anderen Videos hier, das sind alles als eine Impression von dem jeweiligen Video halt. Das heißt, Space wird jetzt hier auch dann hier eine Impression mehr, also oder halt gut geschrieben bekommen, ja. Die Impressionen sind halt nur quasi die Thumbnails, die du halt auf den ersten Blick siehst. Aber das ist halt vom, von den ganzen Zeitraum her. Wir wollen uns jetzt aber mal die letzten 28 Tage sehen. Hier war es auch 312.000, was auch, ist halt echt auch auf jeden Fall krass. Aber die meisten kommen halt immer noch von Newstime sinkt. Und die Leute schauen sich auch noch immer noch die, ja, Titan 4 halt an, die Highlights, ja. Aber generell die letzten Monat wurde halt sehr oft hier Newstime sinkt, Newstime betrunken, Karaoke und so angeschaut. Und hier mein Name. Ist ja klar, wenn sie meinen Kanal suchen, dass sie auch meinen Namen suchen hier. Und ja, das ist so quasi eine kleine Liste. Hier, was ich immer noch nicht verstehe, dass bei WhatsApp 26,6% der Aufrufe kommen einfach. Ich weiß nicht, wie das worked. Also es sind jetzt nicht alle, die meinen Videos schon von WhatsApp, sondern halt 2%. Na, ich weiß auf jeden Fall, dass WhatsApp so viel kriegt, oder also mehr als bei Discord, ist mir immer noch ein Rätsel. Ich weiß nicht. Das kommt halt davon, dass Leute meine Videos halt teilen. Aber 26% ist halt schon viel auf jeden Fall. Im Vergleich zu Discord und Bing. Was haben wir hier noch? Ja, Watch Together, auch nice, dass sich ein paar Leute von Watch Together anschauen. Telegram, YouTube, NoCookie.com, was ist denn das? Alles für Seiten. Quant.com, Org, Telegram, Metaga. Oh Gott, Facebook. Ja, gut. Ja. Aber auf jeden Fall, Leute, das war's jetzt mit dem kleinen Analytics-Video. Das war jetzt nur für die neugierigen Leute für euch. Und genau, falls ihr euch nochmal ein Video wünscht, wo ich meine ganzen Einnahmen zeige, was auch auf jeden Fall spannend werden könnte, dann lasst es mich in die Kommentare wissen. Dann haue ich auch ein Video daraus und kann euch vielleicht auch erzählen, was beim ganzen 12-Stunden-Stream für Plus und Minus alles gab. Weil ich habe ja auch ein paar Aktionen gemacht mit zum Beispiel 5 Euro Giveaways. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee, aber auf jeden Fall hat trotzdem Bock gemacht. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, danke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Also rein und ciao.